Guten Abend. Ich bin Kontoberaterin aus Handelsplattform in Meier. Hören Sie mich? Was? Wer ist da? Ich bin Kontoberaterin. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Registrierung im Finanzmarkt an. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Wie ist dein Name? Sag mir. Hallo. Ja, mein Name ist Inge Meier. Ja, Inge Meier, ist klar. Ich bin der Kaiser von Nordkorea. Ja, ja? Aber ja. Es geht um Finanzmarkt. Also, haben Sie Erfahrung schon in diesem Bereich? Nein, nein. Weißt du, mein Land ist mit Sanktionen belegt von den Amerikanern. Wir dürfen nicht machen. Ja, also Sie wollen keine Indizierung machen? Doch, doch. Aus. Ja, aber warum? Sie haben doch keine Erfahrung und Sie wissen nicht, worum es geht. Nee, nee, ich will Geld verdienen. Ja, Sie haben schon verdienen Geld? Nee, nee, doch also mit Arbeit. Ja, Sie haben eine Arbeit, aber es ist gut. Wenn Sie Arbeit haben, so können auch eine Nebenarbeit haben und mit dieser Arbeit auch mehr Geld verdienen. Ja, du solltest als Nebenarbeit vielleicht mal bei Bahnhof probieren. Nein, also es geht um Finanzmarkt. Sie werden Geld investieren. Es ist keine Bezahlung, es ist Einzahlung. Und wenn Scheiße, Sie es anzahlen, ja. Also es ist meine Arbeit und jetzt soll ich Ihnen alles erzählen. Warum sagen Sie so? Du hast offensichtlich du hast ganz kapitalen Dachschaden. Ich mache meine Arbeit. Ja, ich mache meine Arbeit. Ich auch. Ja, aber sagen Sie mir bitte, haben Sie eine Kreditkarte, damit Sie bezahlen können? Natürlich, ich habe alles, was du willst. Mein Spitzname ist Big Dick Dimitri, ich habe alles, was eine Frau braucht. Ja, aber ich halte das echt nicht aus. Bitte, ja, es geht um Finanzmarkt. Jeden Tag können Sie mehr Anrufe bekommen, weil Sie Ihre Daten hier haben. Du bist mir zu blöd, ich probiere es mit dem Nächsten. Gib mal Ruhe. Ich nehme den nächsten Anrufer an. Hallo. 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 Was los? Guten Tag. Ja, was los? Wer ist da? Kann ich mit der Vorderzeiger sprechen? Mit was? Mit dem Uhrenzeiger? Mit der Vorderzeiger. Meine Güte, kannst du nicht mal lesen? Warum? Vorderzeiger? Ziege? Jetzt ja, musst du richtig lesen, blöd. Was möchtest du? Wer ist da? Ich möchte mit Vorderzeiger sprechen. Ja, ist am Telefon. Wie kann ich helfen? Ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung. Anmelden, das ist ein guter Stichpunkt. Ja, was möchtest du bitte machen? Ich habe gesehen, Sie haben Anmeldung machen auf unserer Seite. Richtig? Das ist richtig, Alter. Kannst du mal die scheiß Musik ausmachen? Zuckerblät. Warum? Du mögen nicht Musik? Nein, ich möge nicht Musik und du hast immer noch die gleichen dummen Sprüche wie sonst immer. Denk dir mal was Neues aus. Du bist so blöd, du kannst dich nicht mal blöd stellen, das muss man wirklich erstmal schaffen. Digga, was für blöd, ich wollte einfach einen auf dem machen, als ob ich so das ernst meine. Ja, und du bist selbst zu blöd, um dich wie ein Idiot anzustellen, das ist wirklich ein Achievement. Ja, Digga, weil du mit zu vielen Idioten gesprochen hast, Blöd. wenn das jetzt so ein Computerspiel wäre, hättest du einen Preis gewonnen, ohne Scheiß, blöd. Was für ein Preis, Digga. Deutschlands dümmster Telefonbetrüger 2021 wäre, glaube ich, ganz zutreffend. Hallo? Ihr sprengt die Jahresgrenzen, ohne Scheiß. Ihr stellt alles in den Schatten. Ja, weißt du, ich habe ja immer so Video. Deutschlands dümmster Telefonbetrüger 2017, 2018, 2019. Aber ich glaube, dieses Jahr brauchen wir gar keine Publikumsabstimmung bei ZDF zu machen. Ihr gewinnt den Preis, ohne jede Gegenwehr. Ehrlich? Ist so. Aber musst du begründen, warum? Was haben wir denn so Blödes gemacht? Ich lasse das die Leute einfach anhören, da wird mir jeder zustimmen. Also das, was wir gerade sprechen, gell? Nee, das ist zu langweilig, die ganzen anderen Anrufe, vielleicht. Aber die sind ja auch nicht gut. Ihr habt ja keine guten Ideen. Ja, Digga, was soll ich machen? Soll ich denn mir was einfallen lassen für deinen Kanal oder was?
Nee, du machst doch den Kanal. Soll ich den Kanal für dich machen? Oder? Nee, das kriege ich schon mit eurer Hilfe ganz gut hin. Du könntest mich ja mal probieren, mich zu überzeugen, dass ihr ganz seriöse Geschäftsleute seid. Sind wir auch, aber du glaubst das ja sowieso. Ja, nicht. Beweisen, los, komm, dabei. Gib mir Handelsregisternummer, sag mir alles, was kann ich gucken, kann ich kontrollieren, dann komme ich bei deiner Firma und wir machen Interview und Videodreh. Und dann lädst du das auf deinen Kanal hoch, gell? Ja klar, und dann entschuldige ich mich. Sag hier diese Leute, ich habe sie umsonst beschuldigt, die sind ganz ehrliche Geschäftsmänner, bringt alle euer Geld, aber du musst mir erst zeigen, dass du wirklich gute Businessman bist, verstehst du? Ja, aber guck mal, bekomme ich dann auch einen Anteil aus den Einnahmen von das Video, was du da machst? Nein, wenn wir Interview machen, kriegst du natürlich Gage für das Video, ist ja kein Problem. Ja, meine ich ja. Ja, was, wie viel gibt's, wie viel möchtest du haben für 1 Stunde Interview-Video und Führung durch Firma? Ja, ist eigentlich egal, so, wie viel anbietest du denn? Oh, 500? 500? Ja, aber 500 verdienst du doch gar nicht mit deinem Video. Ich kann das absetzen. Ist ja, ist ja Geschäftsaufgabe. So, über die Steuer, ja. Weißt du, ist ja Geschäftsausgabe, ja, wenn ich, ja. Verstehst du, Businessman, weißt du, was ich meine? Ja. Ich verstehe schon. Ja, dann müssen wir das ja mal machen. Ja, gibst du mir deine PayPal-Adresse, ich schicke dir rüber und dann machen wir das. Ich soll dir meine PayPal-Adresse geben, gell? Ist am einfachsten, weil ich könnte jetzt auch nach deine Bankdaten fragen, aber das mit den Bankdaten, das ist dein Trick. Ja. Aber wenn ich dir meinen PayPal jetzt gebe, dann sitze ich morgen im Knast. Warum? Nimmst du irgendwie, da muss ja nicht Peter Müller oder dein anderer Fake-Name stehen, dann nennst du dich Drachenjäger 52 oder sowas als PayPal-Adresse. Nein, Digga, ich bin Simon Schulz, das ist mein richtiger Name. Ja, Simon Schulz, ist klar, und ich bin Nusultan Tuyagbay. Aber wenn du selber sagst, du sitzt morgen im Knast, dann kannst du doch kein seriöser Businessman sein, oder was? Doch, bin ich eigentlich, aber... Aber warum sitzt du morgen im Knast? Hast du Steuerschulden? Ja, so ungefähr. Musst du aufpassen. Hast du dich seit letztem Gespräch schon um Ausbildungsplatz gekümmert? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch was gefunden und so. Und ich hoffe bald, dann höre ich auf mit dem Scheiß hier. Welches Beruf willst du denn lernen? Ja, also ich habe einfach so eine Ausbildung gefunden als Maler und Lackierer. Ja, cool. Und das möchte ich mal ausprobieren. Guck, so weißt du, ich habe Ausbilderschein, wenn hast du Probleme mit Betrieb wegen Überstunden oder Freizeitausgleich oder weil du bist ja höchstens 15 wegen Jugendarbeitsschutzgesetz. Kannst du mich anrufen? Nein, ich bin nicht 15, Digga. Voilà. Guck mal, da habe ich Alter und die Kuh verwechselt. Tut mir leid. Guck mal, du beleidigst mich, während wir sprechen und du denkst, ich merke das nicht wie die anderen Idioten, aber ich merke das doch. Also du reagierst ja nicht drauf. Kennst du Pokémon? Ja, kenne ich, aber... Kennst du Phlegmon? Habe ich nicht so verfolgt. Da gibt es so ein Pokémon, wenn du dem auf den Kopf haust, 10 Stunden später fängt das an zu schreien, weil das so blöd ist, so lange braucht, bis das merkt. Erkennst du da Parallelen? Ich habe das schon von dem ersten Gespräch also gemerkt, dass... du das immer machst, also du beleidigst und dann so halt, ne? Aber also, ich bin halt selber darauf nicht eingegangen. Ist halt die Frage, ob man die Wahrheit als Beleidigung auffassen kann. Na, also schon, ja. Wie machen wir das jetzt mit Interview, Blät? Blät, ich hab schon verrockt, ich will nicht im Knast landen. Ja, wenn du nichts gemacht hast, kannst du ja auch nicht bei Knast landen. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Ja, also, wo ist das Problem? Wenn jemand wissen will, wie er investieren kann, dann zeige ich einfach ihnen, wie er das machen kann und nicht. Ich weiß das. Ja, aber ich mache ja nicht. Ja, dann gut, fühl mich mal, mach mal dein Verkaufsgespräch mit mir, dann zeige ich dir, wo das Problem ist. Nein, das ist cringe. Soll ich mal das mit dir machen? Warum ist das cringe? Ich kann auch irgendwie den Schwulen machen, wenn dir das lieber ist. Nein, weil der ist... Ja, hör mal, ich kann auch sprechen wie aus der Schweiz, wenn dir das lieber ist. Ey, sei mal ehrlich, machst du diese Stimmen selbst oder machst du das mit deinem Computer irgendwie? Wie soll ich das denn mit einem Computer machen? Das geht gar nicht. Als ob du diese Opa-Stimme selbst machst. Ja, natürlich. Denkst du, ich habe hier so viele Knöpfe, dass ich mal eben umschalten kann?
Digga, niemals. Als ob. Ja, natürlich, Mann. Es gibt Menschen auf der Welt, die können mehr als Leute am Telefon abzocken und ich gehöre dazu. Guck mal, du bist links. Was bin ich links? Egal, ich sag's besser nicht. Nix. Also machst du diese Stimme so selbst, ehrlich? Ja, natürlich, das ist, du kannst so wie ein Schauspieler, kann auch auf Kommando heulen und kotzen und ich kann eben anhören wie schwuler alter Mann, Schweizer, Hitler, Inder oder ein Besoffener. Ja, aber Digga, wie kannst du, also wenn du diesen alten Mann machst, da frage ich mich, wie du deine Stimme so, keine Ahnung. Ich nehme im Prinzip, ich steck mir einen Kugelschreiber in die Nase und ein Schokoladen-Osterei in den Hintern. Immer ohne Scheiß, habt ihr so wenig Kunden, dass ihr jeden Tag 100 Mal bei mir anrufen könnt? Nein, Digga, ich hab dich nicht 100 Mal angerufen. Ich hab dich heute ein paar Mal angerufen. Also nicht ein paar Mal, sondern jetzt, vorher habe ich dich angerufen. Und sonst nicht, ja? Komisch, dass ihr immer alle dieselben Nummernblöcke habt. Nein, Dings. Also ich war gestern auf YouTube, oder vorgestern. Ja. Und dann, habe ich so bei deinem Kanal gesehen, du hast Umfrage gemacht, wie du dein, also was als nächstes kommen soll, gell? Richtig. Und dann stand da, die haben mich erkannt. Meinst du das wegen mir und den anderen? Nein, das ist viel zu langweilig. Ich habe von wo ich angefangen habe, da hatte ich so einen dran, der hat immer gesagt, ja, ich bin der Teamleiter, aber der war der dümmste von allen. Und der hat dann immer gesagt, ja, ich gebe deine Nummer zu einem neuen Kollegen, da kannst du den verarschen. Das hat er, glaube ich, 20, 30 Mal gesagt. Das ist irgendwie ganz lustig, weil man da auch immer hört, wie er jedes Mal einen anderen Namen hat. Okay, und wann war das ungefähr? Vor ein paar Tagen, oder? Ne, das ist 3 oder 4 Jahre ist das her. Und das meinst du mit, die haben mich erkannt? Richtig, weil das war lustig im Gegensatz zu dem, was hier immer kommt. Nein, Digga, das ist doch viel interessanter als das, was du immer hochlegst. Du erzählst ja nichts. Voll langweilig. Du erzählst ja nichts Interessantes. Ja, was soll ich dir erzählen? Weiß nicht, Interview. Zeig mir deine Webseite, erzähl mir, wie viel Geld man bezahlen soll. Wie hoch das Risiko ist, dass man was verliert, ob ihr unter Finanzaufsicht steht, was ihr bestimmt nicht tut. Solche interessanten Sachen könntest du mir erzählen. Oder du gibst mir mal den Chef von euch. Der Chef chillt erstmal gar nicht hier. Das glaube ich. Ist das auch einer vom Goma-Clan oder was? Keine Ahnung, weiß selber nicht. Weiß nicht, wer dein Chef ist, da würde ich mir verarscht vorkommen. Nein, warum? Brauche ich ja nicht zu wissen. Kannst du mal die andere Kulturmusik ausmachen? Ich habe schon einen Chef, aber jetzt... Was? Kannst du mal die andere Kulturmusik ausmachen? Nein, die Musik bleibt an. Das ist schrecklich. Kann ich leider nicht ausmachen. Singst du mit mir Lied aber von... Sing mit mir mal Lied von Pokémon Blade, dass wir bessere Musik haben. Ich höre nur Deutschrap. Deutschrap? Was ist dein Lieblingslied, Blade? Meinst du mein Lieblingsrapper oder Lieblingslied? Beides. Also ich kennst du Capital Bra? Ja, natürlich. Den kenne ich so, seit er noch nicht berühmt war und der ist eigentlich so mein Lieblingsrapper. Also du bist mehr so der Mainstream-Typ oder was? Nein, also ich mag eigentlich seine harte Mucke, aber Mainstream kann ich mir auch ab und zu geben, aber... Oh, ich dachte, du bist so der Gangster, Blät. Und da hörst du so Mainstream-Sachen. Nein, eigentlich so der Gangster. Weil ich auch früher so... Als ich noch ein bisschen jünger war, so immer so gekifft hab und so, ich hab mich immer so als Gangster gefühlt. Oh, Kiffen ist total, weißt du, Gangster ist russische Mafia, Blät. Das ist Gangster. Nein, ich meine so als Kind, man habe ich mir immer gedacht, so richtiger Gangster und so. Ja, weißt du bist richtig heute, denkst du, fühlst du dich heute wie Gangster? Nein, was für Gangster? Ja, deswegen. Ich habe nichts mit Gangster zu tun, ich arbeite nur und warum, also was habe ich mit Gangster zu tun? Ob du dich so fühlst, habe ich gefragt. Das war doch eine normale Frage. Nein. Okay, nein, also, nein. Sehr interessant. Wie würdest du dich denn beschreiben? Dich mal. Wie soll ich mich beschreiben? Beschreib dich mal, W oder M? Aha, so. Okay, jetzt hast du mich hops genommen, ja. Wo ist eigentlich die Kette, Blät? Ja, du willst jeder... Guck mal, du sagst zu mir, dass ich jedes Mal sage immer das Gleiche, aber du sagst doch auch immer das Gleiche. Ja, aber das du... mit der Kettensäge. Ja, nicht Kettensäge habe ich nie gesagt. Die Frage ist, wo ist die Kette? Eine Halskette, Blät. Ja, du willst mich wieder hops nehmen. Mach ich die ganze Zeit doch, oder nicht? Was wolltest du gerade fragen? Nein, ich wollte gar nichts fragen. Ach so, was wolltest du sagen?
Eigentlich nicht. Dann können wir die auflegen. Wenn du willst, mir egal. Mir auch. Ich hab mir ja. Auch so. Hast du deinen Chef schon mal nach Telefonrechnung gefragt diesen Monat? Nee, eigentlich nicht. Also wir können unbegrenzt telefonieren. Ich verrate dir mal was. Ich habe meine Nummer, was ich habe, das ist weitergeschaltet auf ein 0901 Nummer. Jede Minute, die du mit mir telefonierst, kostet 3,63 Euro. Also wir können von mir aus den ganzen Tag reden. Dein Chef kriegt dann eine riesige Rechnung. Nein, bei uns kostet das nichts. Dafür na doch, brauchst du keine Sorgen. Das ist so eine kostenpflichtige Nummer, wie wenn du so Sex-Hotline anrufst, Brett. So eine Nummer habe ich mir gekauft und da geht meine Nummer drauf. Und jede Minute, wo wir reden, musst du bezahlen. Oder dein Chef. Damit du dir auch Dings abzocken kannst, gell? Ja klar, ich zocke die Callcenter ab. Weißt du, die rufen bei mir an und das ist so eine kostenpflichtige Nummer. Ich glaub nicht. Na doch, es kostet jede Minute, kostet 3 oder 63. Ja. Ist automatisch, das, wenn die anrufen. Automatisch, gell? Ja, das ist wie wenn du Sex-Hotline anrufst. Das kostet ja auch jede Minute. Und so eine Nummer habe ich mir bestellt. Und da habe ich jetzt meine Nummer draufgeleitet. Und jedes Mal, wenn ihr anruft, kriege ich Geld dafür. Jede Minute 3,63 Euro. Gut, ja, ich muss noch Steuer bezahlen, aber bleibt trotzdem genug übrig. Ja, stabil, Digga, mach doch. Ich finde das cool. Nicht. Ich muss das ja nicht selber bezahlen. Nee, dein Chef, aber finde ich cool. Das ist einfach so ein Arschloch. Wenn du nicht mal weißt, wer dein Chef ist, dann können wir dem auch ein bisschen Geld wegnehmen. Digga, soll der sich doch ficken, Alter. Ja, mach das einfach so. Hast du ein oder zwei Telefon? Ja, ist doch egal. Du willst immer Sachen wissen, die du nicht wissen darfst. Ja, nicht wissen darfst. Sonst hätte ich gesagt, weißt du, mit einem Telefon machst du deine, in Anführungszeichen, Arbeit. Und das andere, da hast du einfach den ganzen Tag die Verbindung zu mir. Und das sind dann bei 10 Stunden sowas um 500 Euro. Und dann machen wir halbe-halbe, wenn das Geld da ist. Ja. Ja, stabil. Ist ein guter Deal? Da habe ich meinen Insider im Callcenter. Ja, aber als ob du ehrlich Geld bekommst dafür. Hallo, das ist Google. Google nach kostenpflichtige Servicenummer. Kannst du jetzt sofort gucken, kannst du buchen. Kostet 69 Euro im Monat und dann kostet jede Minute, wo dich einer anruft, 3,63 Euro plus Mehrwertsteuer. Kannst du bei Google gucken, ich erzähle dir keinen Scheißdreck. Lava, Digga, ich glaube, ich muss einfach das machen. Was meinst du? Was meinst du, wie die Nutten ihr Geld verdienen, wenn du da anrufst? Denkst du, die kriegen Spendengelder von den Vereinten Nationen? Das kostet jede Minute, wenn du die Telefonnummer anrufst. Walla, du bist schlau, Digga. Musst du denken wie Geschäftsmann, Blade. Guck mal, so kann man das machen. Ich bin wie Robin Hood, ich nehme den Betrügern ihr Geld weg. Und die machen das sogar freiwillig, die geben mir das, weil sie bei mir anrufen. Ja, aber du verteilst das nicht den Leuten, sonst dann wärst du Robin Hood. Na, ich verteile das an mich selber und an meine Hühner. An deine Hühner. Hast du ehrlich Hühner? Ja, natürlich. Bock, bock. Ey, aber ich kannst verstehe du auch, mich wie die... Kannst du auch Hühnergeräusche machen? Als ob ich Hühnergeräusche mache, ich bin ja nicht behindert. Na nicht? Wie dieser eine da. Also du machst eine Stunde Hühnergeräusche, dies und das, und er denkt immer noch, dass du einzahlen willst. Voilà. Ja, ist so, die sind halt das bescheuert. Idioten, Digga. So, mein Essen ist fertig, hast du noch was? Nein, eigentlich nicht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und guten Appetit, ja? Ja, ich mache schön Döner. Bis morgen dann, ha? Bis. nein, morgen rufe ich nicht mehr an. Ach, das sagst du jeden Tag. Nein, Digga, ich habe dich doch nicht jeden Tag angerufen. Ach, was weiß ich, ihr hört doch alle gleich an. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt mit Idiot C oder D verwechsel. Aber es hört sich recht alles gleich an. Du Wichser, Alter. Na, Bastardo Fanculo. Du Orfulan, ich fick dich. Geh deine Hühner ficken jetzt, Alter. Ja, mach ich jetzt auch. Ich suche mir das schönste, ganz schwarze Huhn aus und stell mir ein sexy Lady dabei vor. Gute Nacht, Blatt. Spaß. Verschwinde. Gute Nacht, Blatt. Diese Typen.